Willkommen bei Plan C. Herzlich willkommen bei Plan C. Heute geht es wieder ein bisschen Magnetangeln. Ich hoffe, dass wir was fangen. Das Video ist aber gleichzeitig so ein bisschen Ausflug in meine Vergangenheit. Ich hatte mal so eine Reihe angefangen, hier Orte meiner Kindheit, da kann ich das eigentlich auch zuzählen. Und zwar ist das hier im Herzberg am Harz. Am schönen Herzberg am Harz. Ich mache gleich mal so einen Rundschwenk. Hier oben, das ist der Schlossberg hier. Hier oben sieht man so durch die Dinger, durch die Bäume das Schloss. Aber ich glaube, auf dem Video kommt das nicht so. Also da ganz oben, da ist das Schloss. Ist ein Welfenschloss, sehr schön. Ja, da mache ich mal so einen kleinen Rundschwenk. Dieses Haus ist das erste Haus, in dem ich in meinem Leben gewohnt habe. Da habe ich also meine Kindheit verbracht. Allerdings kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil ich da sehr klein war. Ich bin praktisch gleich aus dem Krankenhaus. Das ist nur ein paar Meter von hier, steht aber heute auch nicht mehr. Hierher gekommen. Und mittlerweile, so wie es aussieht, ist es ein Lost Place. Ich werde auch gleich mal gucken, ob man da reinkommt. Aber ich mache mir eigentlich keine Hoffnung, weil so mitten in der Stadt sind die Dinger meistens total verrammelt. Hier vorne, da ist ein Fleischer, da war früher eine große Postfiliale, davor waren Gärten da. Ja, und wir gehen jetzt hier runter und zwar zum Ochsenpfuhl, da haben wir jetzt Kinder viel gespielt. Ja, also hier ist der Ochsenpfuhl, war schon immer total verwuchert. Hier zwischendurch hatten sie das mal gemacht, da gingen so richtige Wege durch. Da kam man auch ganz gut ins Wasser, aber jetzt ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Geht schon wieder nichts mehr. Tja, sieht nicht gut aus. Schöne Gegend, eigentlich mitten in der Stadt. Das ist so ein Refugium. Ich möchte wetten, hier gibt es noch so manche Tierarten, wo die Herzberger gar nichts von wissen. Aber ja, ich glaube, hier jetzt da vorne wird es sumpfig. Das bringt nichts. Da an die Wasserfläche müsste ich ja kommen. Und das geht wirklich nur da hinten von den Gärten aus. Ja, ich kann aber da nicht in die Gärten rein. Ich versuche es nochmal von oben so ein paar Bilder zu machen oder vielleicht dann noch eine Stelle zu finden. Schauen wir mal. Tja, das ist der Ochsenpfuhl. Da hinten hat früher mein Onkel gewohnt. Und da sind wir als Kinder immer praktisch über die Bahnschienen. Haben hier dann im Winter gespielt. Also hier konntest du richtig schön Schlittschuh laufen, alles. Das waren richtige Eisturniere, Eishockeyturniere wurden hier ausgetragen. Das war richtig geil hier. Und meine Tante hat in der Zeit oben am Fenster, wenn es Mittagessen fertig war, hat sie mit einer Trillerpfeife getrillert und dann sind wir alle hoch und haben Mittagessen gegessen und danach wieder raus. Das ist scheiße. Und man, diese Freifläche da, die ist richtig schön. Und da ist seit, ich möchte wetten, seit hunderten von Jahren nichts passiert. Ich möchte nicht wissen, was da alles noch drin liegt. Hier unterhalb vom Schloss, das Haus, wo mein Onkel wohnt, ist zum Beispiel ein ehemaliges Reitgebäude, also Stallgebäude vom Schloss. Hier liegt bestimmt jede Menge drin. Und ich komme nicht hin. Das kotzt mich jetzt natürlich echt an. Hier ist noch nicht mal irgendeine Landzunge oder so, die man benutzen könnte, um irgendwie näher ranzukommen. Hier ist einfach total versumpft. Was denn, als Kinder haben wir hier Frösche gefangen und allen Kram. Hier haben wir mal so viele Frösche gefangen und haben die alle hochgeschleppt zu meinem Onkel und haben die dann in die Regenfässer gepackt. Das waren, weiß nicht, Hunderte. So als Kinder. Und dann hat es natürlich angefangen zu regnen, das war so ein richtig schöner Gewitterguss. Ja, die Regentonnen sind natürlich übergelaufen. Und der ganze Hof war auf einmal voller quakender Frösche. Ja, und meine Tante, die hat so ein bisschen, die hat nichts gegen Spinnen. Das ist das Komische bei der, die hat nichts gegen Spinnen. Aber Eidechsen, Frösche, Schlangen, das ist die Hölle für die. Und die kommt jetzt mit meinem Onkel mit dem Auto auf den Hof gefahren und der ganze Hof ist voller Frösche. Ich glaube, ein paar Blindschleichen waren auch dabei, Kaulquappen, da war alles dabei. Das war bestimmt ganz cool. Naja. Tja, das Glück ist uns heute nicht wirklich hold. Ja, wie ihr euch schon denken könnt, heute ist einfach nicht mein Tag mit dem Haus. Das da hat es leider auch nicht so wirklich geklappt. Es ist zwar ein Fenster ein Stückchen offen, aber ich möchte da nicht unbedingt rein, weil genau die Fenster da gegenüber, da ist andauernd dran lang gelaufen. Und das ist auch nur so 10 Meter auseinander, schon das nächste Wohnhaus. Ich habe mal so reingelunzt, also es war nicht viel zu sehen. Es ist einfach nur ein bisschen Bauschutt noch drin, ein paar alte Mehlsäcke, hätte ich bald gesagt, Zementsäcke. Ich wollte noch mal kurz zeigen, hier oben.
ist also das Schloss. Hier, das nennt man so den Schlossberg. Ist ein Hügelchen. Und hier da vorne, wenn ihr das seht, da ist so ein farnbewachsener großer Felsen. Da habe ich als Kind mit meinem Cousin drauf gesessen. Und ja, man denkt eigentlich, man ist hier sicher. Und wir haben eine schöne Meerschaumpfeife geraucht. Und wer geht hier unten am Weg lang? Mein Großvater. Weil ich fahre jetzt einfach mal so eine kleine Radtour. Ich habe da hinten noch so einen leichten Verdacht, dass da was sein könnte. Deswegen habe ich Magneten mit. Und das hier, Stativ habe ich auch mit, ist mein Mifa-Fahrrad, das ich am Wochenende für satte 40 Euro gekauft habe. Ist ein Klappfahrrad, natürlich genial für einen LKW. Und gerade am Wegesrand habe ich noch was gefunden. Und zwar der Froschkönig ist hier. Haben mit Sicherheit irgendwelche Besoffenen aus dem Garten geklaut und mal eben hier hingelegt. Naja, wenn ihr sonst nichts zu tun habt. Hier oben ist schade, also ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Da oben ist das Schloss. Kann ich euch leider auch keine Begehung anbieten, weil da nämlich Umbauarbeiten sind und das Ding ist geschlossen. Irgendwie ist heute alles gegen mich. Ja, Wunder geschehen immer wieder. Ich habe ja tatsächlich noch so einen versteckten Weg entdeckt. Das hier vorne ist heute ein Wohnhaus. Zu meiner Zeit war das ein Reifenhändler, Küke Lüsson hieß der. Kann mich noch an den Namen erinnern, weil es irgendwie so ein komischer Name ist. Hier liegt auch schon jede Menge Metall rum. Und zwar liegt das einfach da dran. Das ist ja zum Beispiel so ein richtig dicker Eisenträger. Hier vorne sieht man so, ich weiß nicht, ob ihr seht, so alte Zaunpfähle. Ist auch noch ein Stückchen Zaun da. Und zwar war das früher eine Munitionsfabrik. Ja, und die hat man dann irgendwann mal abgerissen. Ich weiß, dass wir als Kinder hier noch gespielt haben. Das hier ist im Übrigen die Sieber. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die lauten Geräusche, aber das lässt sich nun mal leider nicht anders machen. Ich werde hier auf jeden Fall noch mal ein paar Meter lang gehen. Da hinten das, ja, ist alles so ziemlich wildes Wasser, aber hier vorne ist ein schöner Topf. Da können wir auf jeden Fall mal so ein paar Würfe wagen, sag ich mal. Ja, und das ist eigentlich auch mitten in der Stadt, ne? Ich habe hier vorne was gefunden. Das habe ich leider nicht mit einem Magneten rausgezogen, hätte es aber gerne mit einem Magneten rausgezogen, weil das mal eine richtige Aufgabe gewesen wäre. Guckt euch das an. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das liegt noch gar nicht so lange. Weil hier ist ja sogar noch Öl. Das ist Öl. Oder tritt das, oder bleibt das Öl einfach so lange da draußen? Das gibt's doch nicht. Das funktioniert auch noch hier. Was waren das, die Bremsen? Auf jeden Fall eine schöne Blattfeder. Und die hat einiges an Gewicht. Ich probiere es mal hoch. Oh ja. Ho, ho. Wahnsinn. Also wenn ich sowas rausziehe, das wäre mein Rekord. Also heute ist wirklich nicht mein Tag. Ja, mitgefangen, mitgehangen. Ich werde jetzt auch versuchen, den Magneten da rauszuziehen. Das geht nicht andererseits wie durch Wasser. Was natürlich richtig scheiße ist.
um. Gar nichts mehr. Ausbeute bis jetzt ein Draht. Hier ist irgendwie alles gegen mich. Warum nur? Also ich muss auch feststellen, das Flusswasser ist noch nicht allzu warm. Ja. Ich rechne mal so warm. Ich glaube, ich lasse das Magnetangeln heute mal sein. Noch ist mir nicht ganz so kalt in der Hose. Erstaunlicherweise. Hier vorne ist eine Spundwand gezogen. Und die ist hinterspült. Und ich bin natürlich genau hinter die Spundwand reingetreten. Und da geht so, ja, ich weiß nicht, eine ganze Ecke tief. Also genau bis hier. Gut, dass mein Handy oben war. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen so eine kleine Flusserkundung füllen. Ja, und ich wollte mal mit den Magnetangeln. Wir haben heute ohne Magneten schon einen riesen Teil gefunden. Das zeige ich gleich noch mal kurz. Das muss es nur heute gewesen sein. Ich mache aber noch eine kleine Flusserkundung. Die kommt jetzt noch mal da dran. Auf jeden Fall dranbleiben. Vielleicht werde ich noch von einer Bisamratte gefressen, denn vorhin ist hier eine so lang gehuscht. Oder ich trete noch auf irgendeine alte Mine. Oder ich falle noch dreimal ins Wasser. Heute ist alles möglich. Hier ist noch mal das Eisenteil. Also wer es weiß, der kann mir ja mal berichten, was das hier für ein Teil ist. Es ist ja irgendwas mit Öl, wo man auch Öl nachfüllen kann. Ja, ich würde sagen, es war irgendwas mit Bremse. Hm. Oder sollte das von der Lenkung sein hier? Nee. Hm. Vielleicht weiß es ja einer. So, wir werden jetzt noch mal ein bisschen den Fluss angucken. Mit nassen Füßen. Oh, die quatschen so richtig schön. Ja, das ist also alles dieses ehemalige Gelände hier. Das ist alles eingezäunt. Man sieht auch ab und zu noch mal so ein paar Bauspuren. Und ich habe hier hinten, das sieht mir aus wie irgendwie so eine Bunkeranlage. Die werden wir uns noch mal angucken. Hier sind die nächsten Eisenteile. Das sieht mir aber fast, das ist ein Motorradraum. Jo. Und zwar ein ziemlich alter. Könnte auch ein Moped oder sowas sein. Leider nichts mehr dran, ne? Schade. Irgendwie cool. Hm. Der Hauptständer geht noch. Können wir noch retten. Aus wie ein Silo, was irgendwie schon vorbereitet wurde, um es zu sprengen. Nee, das ist ein Bunker, oder? Hier ist überall noch richtig alter Stacheldraht. Ich weiß nur, dass es mal eine Munitionsfabrik war, soweit ich mich erinnern kann, also vom Hören sagen. Ich werde aber auf Google noch mal gucken. Vielleicht findet man hier noch irgendwas dazu. Ja, ist auf jeden Fall guter Stahlbeton. Und bei den vielen Rissen und den vielen Löchern steht das Ding immer noch, auch nur, weil es guter Stahlbeton ist. Ja, hier hat es also ganz schön gedeppert. Und hier vorne stehen Fässer mitten auf der Wiese.
Seht ihr das? Also das sind auch schon sehr alte Fässer. Die stehen nicht erst seit gestern hier. Ja, und hier überall sieht man die Überreste von irgendwelchen Bauten. Da vorne ist wieder was. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Das hat so lange gehalten, das wird uns jetzt auch noch aushalten. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Oh, da oben sieht es Witzelmacher-mäßig aus. Aber hier, das hat doch was. Coole Bude. Tja, das sind aber doch keine Schießscharten oder sowas. Ich weiß nicht, was das früher mal war. Vielleicht irgendwelche Belichtungen oder sowas? Keine Ahnung. Ist auch nichts zu erkennen hier, was irgendwo darauf hinweist. Außer, dass es schon, wenn man sich die Bäume anguckt, eine ganze Weile so starr steht. Naja, aber hier scheint, das hier scheint rausgebrochen zu sein, aber hier scheint ein Eingang gewesen zu sein, weil hier ist es glatt verputzt. Okay. Tja, an den Fässern ist leider auch nicht wirklich was zu erkennen. Irgendwelche Baujahre oder irgendwelche Beschriftungen. Hier vorne an manchen Fässern stehen irgendwelche Nummern aufgeprägt. Aber hier steht FH 1441, FH 1764. Vielleicht sind das so Gefahrstoffnummern oder sowas, keine Ahnung. FH 1741 und FH 1912, immer FH. Was heißt FH? Also die Fässer, ich kenne diese Dinger, die sind eigentlich ganz, ja, ich sag mal so ziemlich rostresistent. Also wenn die so durchgegammelt sind hier, dann müssen die schon verflucht lange stehen. Und warum hier mitten auf der Wiese? Ich sehe hier noch nicht mal irgendwie eine Zufahrt. Man könnte ja denken, dass die irgendwann mal zum Betanken oder für sonst was da waren, aber ich sehe hier nicht mal eine Zufahrt. Hier ist alles rundherum dicht. Ja, wie gesagt, das ist rundherum zu und ich ahne etwas, ja, wie ich mir fast gedacht habe. Hier vorne ist nämlich ein altes Wehr und ich denke mal, das hatte mit Sicherheit mal eine Verbindung zur Sieber, dass die das hier fluten konnten, aus welchen Gründen auch immer, und haben hier ein großes Becken draus gemacht. Und wir gehen jetzt mal zurück unten am Fluss lang. Also hier in Herzberg werden die Weihnachtsbäume gleich mit Ständer entsorgt. Die Leute werden immer bekloppter. Ja, ich werde mich dann auf meinen Drahtesel schwingen und mich auf die Heimreise machen. Heimreise heißt in diesem Fall ja LKW. Meine Klamotten irgendwie vor die Standheizung hängen oder ich hänge sie einfach raus. Ich denke mal, es wird warm genug sein, bis morgen müssten sie trocken sein. Ich habe aber eh noch eine andere Hose mit. Gott sei Dank. Ja, leider so ein bisschen Chaos-Video. Aber trotzdem irgendwie ein cooler Fluss. Die Sieber, das ist übrigens der Fluss, da habe ich als Kind schon drin gebadet. Also nicht hier, sondern weiter Richtung Sieber. Es gibt also auch einen Ort, der Sieber heißt. Und das ist die Sieber. Das passt also ganz gut zusammen. Die Sieber fließt an der Sieber lang. Und hinter diesem Ort Sieber, Richtung Andreasberg, gab es früher eine Stelle, wo man als Kind oder wo am Wochenende viele hingefahren sind, haben im Fluss halt gebadet. Ja, da wurde gegrillt und all solche Sachen. Da sind auch schöne Baumpilze dran. Ne? Das ist heute natürlich alles nicht mehr erlaubt. Also das Gebiet, wo ich da mal als Kind war, habe ich mir mal angeguckt, da war so eine, das war, also der Fluss war auch ungefähr so breit, ne? Nicht ganz so breit, aber ist noch ein bisschen schmaler, dafür ein bisschen tiefer. Also mir ging als Kind das Wasser ungefähr so, ja, ich sag mal so bis Brusthöhe. Und da war so ein riesiger Baum,
wo die Wurzeln so über das Wasser drüber gingen. Das war richtig geil, das war eine richtig geile Stelle. Aber ich kann mich auch noch erinnern als Kind, dass wir das oft, ja, also das Grillen war cool, Sonnebaden war auch cool. Wenn mal die Sonne da war, es war ja eben im Siebertal, das ist ein ziemlich enges Tal, hat man also nicht allzu lange Sonne. Und daher kommt das auch, dass das Wasser natürlich verflucht kalt war. Freunde, also ich kann mich an kein Jahr erinnern, wir hatten nie ein Thermometer mit oder so. Aber ich kann mich an kein Jahr erinnern, wo nicht spätestens nach 10 Minuten alles so wehtat, dass du raus musstest. Also ich rechne mal, das Wasser hatte weit unter 10 Grad. Und da haben wir jetzt Kinder drin gebadet. Das ist, finde ich jetzt, ehrlich gesagt, ja, irgendwie kommt es mir gar nicht so kalt vor. Wahrscheinlich haben wir noch eher gebadet. Ich denke mal so Januar. Schauen wir mal, was hier steht. Was von Baumwolle zu Kunstseite, Munition und Explosion. Das hört sich ja schon gut an. Der Mühlgraben verschwindet nun in dem eingezäunten Gelände am Pfingstanger. Aha. Von 1907 bis 1990 wurde mit dem klaren Wasser Baumwolle gebleicht. Und ab 1915 Schießbaumwolle hergestellt. Aha. Danach produzierte die Firma Borwick, oder wie immer die heißen soll, Kunstseide. 1921 arbeiteten dort rund 1000 Menschen, also nicht gerade wenig. 1927 führte die Verschmutzung im Siebergewässer zu Problemen. Der Stoff konnte nicht mehr gleichmäßig eingefärbt werden. Dieses führte 1928 zur Stilllegung. Ursache war vermutlich die Papierfabrik Osthus-Henrich, da habe ich mal gearbeitet. Scheißbude. In der ein neues Warmschleifverfahren mit Gerbsäure eingesetzt wurde und so weiter, bla bla bla. Dynamit Alfred übernahm das Gelände und stellte Minen und Bomben her. Am 4. April 1955 kam es zu mehreren Detonationen, so sieht es da auch aus, die später von einer gewaltigen Explosion gefolgt wurden, bei der das Dach des Schlosses komplett, abgedeckt wurde und Schäden an vielen Häusern in Herzberg auftraten. 9 Menschen kamen ums Leben. Man munkelte über Sabotage. Inzwischen geht man von einem Bombenabwurf der Amerikaner aus. Über diesen Ding, über diesen riesengroßen Felsen, ich weiß nicht, ihr könnt es nicht richtig sehen, das ist blöd, weil jetzt eben alles verwuchert ist, ist dieses Schloss. Und wenn da hinten eine Explosion ist, die das Dach da oben abdeckt, na, leck mich am Arsch. Das hat aber ganz schön geknallt. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bin also auf dem Rückweg. Ja, trotz Chaos-Video, es hat ja heute irgendwie nichts geklappt. Außer mein Reinfall. Sieber. Hoffe ich, euch hat es gefallen. Ja, und ich sage mal, tschüss, bis denne. Haut rein.